Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online am helllichten Tag. Ich als Vampir versuche hier immer noch Blut zu saugen, aber andere Spieler müssen ja meine Banditen töten. Oh, wie ich mich aufrege. So, egal. Wir haben. Ist das eine Falle? Egal. Davon haben wir auf jeden Fall Holz, was übersehen wurde. Wunderprächtig. Ich möchte jetzt eigentlich langsam, ob ich immer in die Hauptquest weiterspielen und möchte mal wieder ein paar Nebenquests anfangen. Weil wir nähern uns langsam aber sicher doch tatsächlich mal dem Ende, glaube ich, in Elder Scrolls Online. Zumindest kommt es mir so ein bisschen so vor in der Zeit. So. Du kannst dich nur an Menschen-NPCs nähern. Ein NPC. Aber. Hä? Ein Bandit ist doch wohl menschlich. Das. Ich muss mich vor allen Dingen an feindlichen, humanoiden NPCs. Also das Zauberwort hier ist humanoid und humanoid ist so gut wie alles. Und ich frage mich immer noch, warum kann ich mich nicht an Leichen nähern? Das ist meine. Das, na gut, die haben keinen Puls. Das ist natürlich mit dem Blutdruck. Aber wenn die Leute halt noch so halb leben, wenn Wesen sterben ja nicht gleich, wenn man die aufschlitzt. Also nicht instant, zumindest. Da müsste man doch eigentlich noch zumindest. Was ist denn hier los? Warum rennen hier so viele Oger rum? Warum ist. Moment mal. Warum bin ich hier gerade mit auf so einem Dorfplatz voller Oger? Ich bin verwirrt. Wer bist du denn? Die Oger ist ganz schön groß. Kann ich da auch was sorgen? Ja, die kann man disablen. Dum, 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 dum. Das ist die große Frage immer. Alter, was macht der denn da? Hallo, ich würde gerne zuschlagen. Ich habe ernsthaft Angst, dass so ein Scheißvieh mich zubrüllt. Das ist eigentlich ein bisschen lächerlich, oder? So. Wie gesagt, die große Frage bleibt immer noch. Zählt ein Oger als Humanoider? Das wäre... Leider nein. Schade. Schade eigentlich. Na gut. Das wäre jetzt auch vielleicht ein... Obwohl, so Oger sind im Prinzip ja auch Humanoid. Ich meine, die haben vier Arme, haben einen Kopf. Also alles bei eigentlich. Ja, gut, kämpfen wir mal hier. Wenn ich hier den ganzen Tag mit Vampirmagie rumkämpfe, dauert das, glaube ich, ein halbes Jahrhundert, bis ich irgendwann mal fertig bin. Ich wollte eigentlich nur das Holz da vorne hacken. Ah, der Leiche. Das war Hickory. Hickory! Und ich kriege einen Brief. Möchte mir jemand noch was schicken? Das will ich nicht noch kriegen. Boah, das ist doch gut. Ich habe Ausrüstung Level 42. Ich habe doch alles, was man sich wünschen kann. Haben die bei. So, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier in der Post? Schuhe vergessen. Achso, ja gut. Das ist, also die Level 42 Ausrüstung ist auch da. Was ist denn das eigentlich für ein Stil? Das ist ein anderer als das, was ich jetzt gerade habe, oder? Es steht leider auch nie dran, was das für ein Stil ist. Naja, das wird sicherlich total cool. So, jetzt nochmal die Frage, warum stehen hier so viele Oger rum? Was sind Oger überhaupt? Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wären Trolle, aber also ich habe Trolle und Oger gerade mental miteinander verwechselt, aber es ist ja was anderes. Und ich war vorhin nicht fertig, wo ich in der letzten Folge irgendwas mit Oblivion geredet habe, dass man bei Oblivion noch ewig patchen muss. Weil das Ding nämlich, Oblivion ist eins dieser Spiele, das eins der hässlichsten Interfaces hat, was man sich vorstellen kann. Weil das war irgendwie, ich glaube Oblivion war so mit eins der ersten Spiele, Rollenspiele, die man auf der Konsole spielen kann. Und so sieht das Inventar auch aus. Und das Inventar ist einfach mega unintuitiv und nervig und alles in Oblivion. Und vor allen Dingen, das hat auch eine der schlechtesten Synchronisationen, die man sich vorstellen kann. Zumindest im Deutschen. Da gab es dann irgendwie so eine Späße wie der Heiltrank war in Wirklichkeit ein Feuerball oder irgendwie sowas. Und dann wurde der kleine Heiltrank wurde mit. Hat so eine riesenkomische Abkürzung gekriegt. Da ist dann KL. Und ich glaube, der heißt irgendwie kleiner schwacher Heiltrank, das Blablabla heißt der. Und der ist dann KLSW. Und ach, das ist mega schlecht abgekürzt auf jeden Fall. Wir haben übrigens die Stadt Rodyna erreicht. Und die gab es anscheinend einen Angriff. Das ist ja auch schön. Ja, auf jeden Fall blieb wir ein richtigen Texture-Pack. Rotwardonisch. Steht aber auch in der Nachricht. Stutz? Da siehst du mal wieder, wie gut ich lese. Alles schon verzaubert. Sind gut zu wissen. Sie ist diesmal komplett rotwardonisch. Viel Spaß damit. Danke. Ich habe noch nicht mal geschafft, die erste. Was macht denn Eiren hier? Warum zur Hölle? Steht Königin Eiren. Herrscherin über das verdammte, komplette Altmeri-Dominion. In einer verdammten. Pferdehütte. Irgendwo und nirgendwo rum. Warum? Und vor allen Dingen alleine. Hallo, Königin Eiren. Meine Freundin, freut mich, euch selbst hier wiederzusehen. Ich habe Gerüchte aus der Mark gehört. Geweihte hier und Geweihte da. Selbst an den Rändern des Dominions findet ihr Erwähnung. Ja, das ist mir ein bisschen peinlich, weil als Vampir wollte ich eigentlich undercover bomben. Ja, wir haben hier Mond-Champions, genau. Wir haben einen? Achso, ja gut, das, ja genau das da. Ja, ich weiß. Ihre Schwester hat uns eine Geschichte von Heldenmut und Opferbereitschaft erzählt. Sie meinte, ihr hättet dabei eine wichtige Rolle gespielt, wie ihr es so oft tut. Ich wünschte, wir könnten euch die Gelegenheit bieten, euch etwas zu erholen. Aber darauf werdet ihr wohl noch warten müssen.
Ah ja, genau. Also der Heiltrank hieß halt nicht Heiltrank, sondern kleiner, schwacher Trank der Lebenswiederherstellung. Der war dann abgekürzt mit KL-SWH-TR-DLE-V. Weil es halt in dieses komische Konsolenmenü einfach nicht reingepasst hat. Na gut, ich werde es abschließen hier auf jeden Fall. Verzeiht, dass ich so schnell um eure Hilfe bitte. Aber nach dem Verlust des Champions in Mondhöhe könnte euer Mut heute etwas bewirken. Bin ich irgendwie gerade raus aus der Story oder graf ich das jetzt gerade wirklich nicht? Ja, wie ist die Lage hier? Wir waren auf unserem Weg, um Zeuge zu werden, wie der Champion auf dem Pfad der zwei Monde wandelt. Dann erhielten wir die ersten Berichte von unseren Vorauskommandos. Rauch steigt über Düne auf und auf den Straßen hört man Daedra und Steinfeuerkultisten schreien. Schon wieder? Es scheint, als ob Javad Tarn das Warten leid geworden wäre. Na gut. Das heißt aber, Steinfeuerkultisten heißt Humanoide, die ich aussaugen kann. Jawoll! Feuerball als Heiltauer deklarieren. Fand ich super. Ja, also gewissermaßen Heiltauer. Auch in manchen Spielen kann man damit zumindest Feuerelementare heilen. Wie zum Beispiel Divinity. Ja, wo ist der Champion jetzt eigentlich hin? Sie und einige ihrer tapfersten Krieger sind schon in die Stadt vorgerückt. Sie versuchen sich der Flut von Daedra entgegenzustemmen und so unsere Truppen zu entlasten. Wenn ihr so freundlich wärt, Geweihte, sie würde eure Hilfe sicher zu schätzen wissen. Wir sind hier nicht bei Bioshock, das funktioniert mit mir nicht. Naja, wenn es denn sein muss. Säubert die Stadt, beendet die dädrische Bedrohung und dann treffen wir uns am Tempel. Wir können eine neue Ära der Einigkeit für das Altmeri Dominion einläuten. Ja, ich würde vorher gerne übrigens ein paar Fragen stellen. So förmlich. Natürlich, natürlich. Was möchtet ihr besprechen? Also irgendwie Iron kommt mir immer wieder irgendwie so ein bisschen unkönighaft vor. Naja gut, die Kolovianer, nerven die nicht irgendwie ein bisschen rum vielleicht? Nicht den Berichten zufolge, die mir vorliegen. Sie versuchen zwar nach wie vor die wenigen Orte zu halten, die sie in den nördlichen Wäldern erobert haben, aber sie werden zurückgedrängt. Arentia war ihr größter Sieg. Und selbst den habt ihr ihnen streitig gemacht. Ja gut, was ist das, wenn ich da nicht rumgekommen wäre? Naja gut, Arentia, so doll, fand ich die Stadt nur auch nicht. Die Kolovianer sind eine eigene Gruppe, oder? Oder gehören die noch zu irgendjemandem dazu? Es gibt ja die drei Reiche. Also das Altmeri Dominion, Deutsches Pakt und wie auch immer die anderen Idioten hießen, die ich gerade schon habe. Ah, der Ebenerz, Dingsbums. Und da sind die Kolovianer ja eine kleine Gruppe, die irgendwie drei Fronten wahrscheinlich doof rumstehen, weil ja sich alle um Syri konzentrieren. Das ist doch eigentlich mega schlecht, oder? Wenn sich da auf einmal riesengroße Reiche bilden und denkst dir so, scheiße, ist das irgendwie ungünstige Situation, die könnten mich alle drei platt machen. Irgendwie doof. Na gut, ja, siehst du mit Rasundar? Siehst du, den gibt's ja auch noch. Ja, das hatte ich. Er will mir nicht verraten, womit ihr ihn so wütend gemacht habt, aber er ist wirklich verärgert. Er sagte immer wieder etwas über das Befolgen von Befehlen. Ich bin mir sicher, er wird sich schon bald wieder beruhigt haben. Ich hab mal an sein komisches Leben gerettet, das sollte mir so ein bisschen dankbar sein. Ach, Kolovianer sind die Kaiserlichen direkt? Ich dachte, das sind die Altkaiserlichen, also das ist noch wie so eine Untergruppe der Kaiserlichen, die jetzt nicht so direkt da mit reingehören. Egal, und Schatzer? Wie geht's dir so? Ja, das hatte ich. Sie ist eine stille Frau, die sich viele Gedanken zu machen scheint. Aber bei den Sternen ist sie gebildet. Wir hatten eine faszinierende Unterhaltung über die Unterzeichnung der Eldenübereinkunft. Und sie war nicht einmal dabei. Ja, gut, das kann man sich ja anlesen. Das ist, die ist still, da hat es ja die nicht. Na gut. Ist ein stiller Herrscher ein guter Herrscher? Da kann man mal viel reinterpretieren, dass das so gut ist. Na gut, irgendwelche Einschätzungen zur Minensituation. Was ist denn jetzt hier schon wieder nicht in Ordnung? Meine Freundin, ich weiß, dass ihr eine gute Wahl getroffen habt. Ach jo? Der Mondklerus scheint das auch zu glauben. Und ich finde sie recht zauberhaft. Die Weisheit der Khajiit steht ihrer Tapferkeit in nichts nach. Ihr Volk wird lernen, sie zu lieben. Ich weiß es. Aber ich mal so recht überlege, eigentlich sprechen die Khajiit selten über ihre weltlichen Führer oder ihre spirituellen eigentlich auch nicht so richtig oft. Das ist nicht so, dass die Khajiit öfter mal sagen, ja, ich diene hier unter König oder König blablabla oder der großen Mene, sondern die sagen immer so, ja, wir haben hier so eine Mene, die ist irgendwo da hinten. Die macht da schon, aber das ist, ich weiß nicht, ob die Khajiit so ein richtiges Gefühl für Gefolgsamkeit haben. Das kam bis jetzt nicht so richtig rüber. Egal, wie hat das hier alles angefangen? Düne? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Wir sind uns immer noch nicht sicher. Aber wir haben noch keine Ketten gesehen. Keine dunklen Anker. All die Daedra scheinen aus Portalen gekommen zu sein, die in der Mitte der Viertel geöffnet wurden. Aber ich habe ein Problem. Was denn? Ist deine Krone runtergefallen? Ist jetzt dreckig? Wenn die Daedra in unser Reich eindringen, erschaffen sie eine Art organisches Tor. Das habe ich in Ersthalt mit eigenen Augen gesehen. Hier war dem nicht so. Die Portale reichen von unserer Seite auf ihre. Das heißt,
Irgendwo in Düne gibt es einen Verräter. Ja, gut, das hast du ja öfter, Verräter, das ist ja... lädt euch ein dunkles Blut ein. Das ist die komische Vampirgilde wieder. Weil schon, warum wollen mich dann alle Leute mal in irgendwelche Vampirgilden einladen? Was bringt mir das denn? Also, ich rede sowieso nie was. Ich bin hier noch in zwei anderen Gilden. Guck mal hier. Ich bin hier noch in, Moment, ja, ich bin hier noch in Epostei und ich glaube, ich bin nur in Epostei. Gut, vergesst das wieder. Also, ich bin zumindest in einer Gilde, wo auch 10 Millionen Leute drin sind. Scroll, 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 scroll. Und ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll. Ich bin da halt drinne. Aber ich kann damit rein gar nichts anfangen. Also, ich weiß noch nicht so richtig, was so eine Gilde bringen soll. Es gibt hier irgendwie Legendärin. Legendär und Legendärin. Ernsthaft? Warum? Warum gibt es das zweimal? Möchte mir das jemand erklären? Warum es Legendär und Legendärin gibt? Ja, also, wie gesagt, also, das ist, ja, also, hier, irgendwie verlassen auch 10 Millionen Leute die Gilde und gehen da wieder rein. Also, ich weiß halt echt nicht so richtig, was es bringen soll, in so einer Gilde zu sein. Außer, dass man hier irgendwie eine Gildenbank hat, in die ich irgendwie Sachen rein und irgendwie Händler. Was? 31.000 Gold? Oha. Ach so, das sind die Gildenhändler, die irgendwo rumstehen wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, also, war schön, dass es so eine Gilde ist, aber, ja, dann bringt es halt Gildenhändler, nehme ich halt an, wenn es dann unbedingt sein muss. Ah, lass mich rüber, den Chat interessiert mich gar nicht. Der Laden auf der Treppe. Ich finde den Namen recht treffend, muss ich sagen. Also, ich habe hier eine Treppe und hier ist ein Laden. Aber der ist leider leer, verdammt. Da geht ja wieder dieser komische Hinweis immer mal weg. Ja, ich hab's gerafft. Danke, Hinweis. Es reicht mir dann auch. Du darfst gehen. Waren ursprünglich zwei Chefs, ein weiblicher, ein männlicher. Ach so. Das ist aus Traditionsgründen beigebracht. Ach ja, da ist ja Schatzer wieder, oder? Ja, grüß dich, Schatzer. Wie geht's dir so als Mene? Geweihte. Helemonde, freut mich, euch wiederzusehen. Ich habe mit diesem Magier aus der Gilde geredet, um eine Lösung für unser Portalproblem zu finden. Sag mir bitte nicht, dass der Magier Telengar ist. Oder Telengar? Wie ist er denn richtig? Ja, ich glaube, es ist Telengar. Ja, schön, dich wiederzusehen. Was für Portale? Überall in Düne haben sich Portale geöffnet, aus denen Daedra auf die Straßen strömen. Ich habe Ishan hier davor bewahrt, eine Eiskulptur zu werden. Und im Gegenzug hat er einen wagemutigen Plan vorgeschlagen. Einen, von dem ich denke, dass er uns die Oberhand verschaffen könnte. Habe ich das schon vorgelesen? Also Kolovia ist anscheinend ein Bezirk von Cyrodiil, ist irgendwie der komplette westliche Teil von der Kaiserstadt. Dazu gehören Skingrad, Quatsch und Anvil. Und die drei Städte kennt man ja schon aus Oblivion, beziehungsweise Quatsch nicht so wirklich doll, weil Quatsch macht halt viel Quatsch und ist kaputt. Ja, was ist denn dein super toller Plan, außer Portale kaputt hauen, wie man das denn normalerweise so macht? Als er die Daedra sah, hat Ishan vielleicht ein Gewölbe im Tempel geplündert. Er hat einen Reißzahn-Talisman gestohlen, ein magisches Relikt. Er hat es so eingestimmt, dass wir seine Kraft bündeln und die Portale versiegeln können. Das würde den Priestern sicher nicht gefallen, aber sie sind ja gerade nicht hier. Er hat vielleicht ein Gewölbe im Tempel geplündert und hat vielleicht ein Reißzahn-Talisman gestohlen, ihn vielleicht gebündelt, um Portaldamm versiegeln zu können. Das ist auch mal diese Katschi. Also, was machen wir jetzt? Der Reißzahn lag viele Jahre eingestaubt auf einem Regal und seine Kraft ist dahingeschwunden. Aber Ishans Einstimmung hat dafür gesorgt, dass wir Energie von den Atronachen sammeln können. Wir können den Reißzahn mit neuem Leben erfüllen. Ja, wir sammeln Energie von Atronachen. Man haut die so lange, bis sie die auslassen. Ich fürchte auf die harte Art und Weise. Mit Kralle, Klinge und Magie. Vernichtet die Atronachen, während ihr den Reißzahn führt und ihre Essenz wird auf das Artefakt übertragen. Sobald es erst einmal aufgeladen wurde, sollte es ein leichtes sein, das Portal zu versiegeln. Super, naja, dann machen wir das halt mal. Ich weiß, dass ihr das Zeug dazu habt, Geweihte. Ihr hattet es schon immer. Das hat Kali an euch geliebt. Ihr seid fast genauso mutig, wie sie es war. Musst du jetzt unbedingt mit Kali anfangen? Jetzt muss ich emotionale Fragen stellen. Wie geht's dir denn so? Seit Mondhöhe, meint ihr? Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich vermisse meine Schwester ganz schrecklich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich sie seit meiner Ankunft in Düne schon unbedingt etwas fragen wollte und an meiner Seite kämpfen sehen. Ja, wer steckt hinter dem all dem? Das ist eigentlich eine ziemlich sinnlose Frage, oder? Weil wir wissen das sowieso nicht. Ja, wer steckt hinter all dem? Tarn. Ach doch, dessen könnt ihr euch sicher sein. Es hat ihm nicht gereicht, Akuseri, die dunkle Mähne aufzuzwingen und die Kolovianer dazu anzustacheln, Arentia anzugreifen. Jetzt muss er auch noch daran arbeiten, das Juwel in der Wüste zu zerschlagen. Unsere große Stadt Düne.
Okay, das war eigentlich nicht die Frage, die ich eigentlich fragen wollte, weil eigentlich dachte ich, es geht jetzt wieder um den Verräter aus den Reihen, das Portal gebaut haben, weil das kann ja... Das Tarn dahinter steht ist schon relativ klar, also wie auch immer der Typ heißt, ich habe schon mal vergessen, wie er heißt. Warum frage ich so eine Frage? Das ist doch nur emotional zerstören und lenkt von der aktuellen Aufgabe ab, oder nicht? Ach. Ehrlich gesagt, ich hoffe es. Die erste Mähne schien überzeugt zu sein, dass sie unter Mondhöhe bleiben müssen wird. Aber wenn ich vielleicht auf dem Pfad wandle, wenn ich die Mähne werde, vielleicht bin ich dann stark genug, um sie aus der Finsternis zu befreien. Du könntest natürlich auch einmal ein bisschen Forschung betreiben. Nun gut. Fekra sein Anvil war doch das Örtchen in... Da, wo es das billige Haus in Oblivion gab, oder? Also mit billig meine ich, es war wirklich billig. Das hat halt irgendwie... Das hat halt nicht viel gekostet, dass das ganz cool war. Aber das hatte leider nur einen minimalen Nachteil. Es gab da irgendwie Geister. Oblivion war noch eins von diesen Hardcore-Spielen, wo man noch ein Silberschwert braucht, wenn man Geister besiegen würde. Weil sonst waren die nämlich komplett Schadensimmun. Mit komplett Schadensimmun meine ich komplett Schadensimmun. Da ist gar nichts passiert. Warum sind Frostatronare eigentlich stärker als die anderen? Ich kann den Frostatronaren nicht ausbauen. Das ist mega unpraktisch. Aber Frostatronare sind ja immer noch nicht so nervig wie Blitzatronare, weil die immer so eine komischen AOE-Attacken in eine Richtung machen, die dann irgendwie relativ leicht ausweichen. Achso, warte mal, Salala, Ladengeist haben wir wieder auf, ne? Alles klar, haben wir das schön. Ich finde Corona, es ging gerade am schönsten. Es ging gerade halt was von England. Ich war mal in, wo war ich denn? Also ich war mal auf so einer Art Klassenfahrt in England, das war eine Woche. Das war, wo war ich denn? Wir haben in Hastings gewohnt, wir waren in irgendwas, Canterbury? Ich hab grad die englische Karte nicht vor Augen, aber hab grad beim besten Willen keine Ahnung, wo wir waren. Es war vor Ort an der Küste. Und da stand irgend so eine komische Kirche rum. Ich glaube, es war Canterbury. Aua. Trotzdem nochmal die Frage, warum sind die Flammenatronare einfach. Warum sind die einfach mal prinzipiell schwächer? Was hat die Dünewache davor? Meint die wirklich, das wird was? Ist sie da optimistisch? Ach, Silberschwert oder verzauberte Waffen? Die Waffen aus Silber. Ja, ja. Ah, es muss ja nicht immer ein Silberschwert sein. Aber das bietet sich meistens an, weil so ein Dolch aus Silber ist meistens effizient. So. Und noch mehr Reis. Oh, guck mal, da hinten ist schon ein lustiges Portal. Steht ja vielleicht auch ein kleiner Schatzgoblin vor, den wir aufhalten können. Das sieht mega so aus wie so ein Schatzgoblin-Portal. Das ist wieder der gute alte Trick. Den gab es früher in alten anderen Spielen auch. Das ist eine 2D-Textur, die sich immer mitdreht. Egal von wo du guckst, weil eigentlich ist das Ding komplett flach. Kann man das Spiel wie austricksen? Nee, schade. Oder es ist einfach nur ein Ball. Das kann natürlich auch sein. Aber es gab's für. Jetzt sind da zwei Flammenelementar, ist das euer Ernst? Vor allen Dingen, ich kann, glaube ich. Die Elementare kann ich, glaube ich, aussaugen. Ja, kann ich. Ah, schön. Also die Flammenatronare. Das ist der Kakel. Ah, so durch den Wind. Unfassbar. Und tschüss. Puff. So. Ach, das Portal. Ja gut, das ist, soweit ich weiß, waren die Feueratronachen auch von der Hierarchie die schwächsten, am stärksten die Sturmatronachen. Achso, da gibt es die Hierarchie. Ja gut, die Feueratronachen sind in den anderen ES-Spielen ja immer am einfachsten zu beschwören. Insofern kann das schon durchaus sein. Wie, Portal geschlossen und zack, der Händler steht da hinten wieder drin. Hat Zucker in sich. Na bitte. Hallo, hat Zucker in sich. Grüß dich. Was hast du anzubieten, Händler? Was, 5000 Gold, aber Geisterquest? Ja, 5000 Gold für ein Haus ist doch super günstig. Möchte ich mein Equip nochmal reparieren? Ja doch, ich brauche glaube ich noch eine Weile, bis ich level. Also ist das nicht ganz Quatsch. Was ist das denn hier? Mittlere Rüstung kann weg. Panzer, elementare Essenzen kann weg. Ach komm, so komische Frostlüfte benutze ich sowieso nie. Ich kenne mich. Habe ich noch was bei, was ich verkaufen kann? Ektoplasma kann auch weg. Und verdorbenes Fell. Na bitte. Leerer gewöhnlicher Seelensteiner. Der wird glaube ich nicht mehr relevant. Noch was ich verticken kann? Ich habe eigentlich noch ein bisschen Platz im Inventar. Das geht ja erst noch. Hallo Theoretiker. Wie jetzt? Kaum einmal im Portal geschlossen, schon stehen hier wieder Leute doof rum. Naja gut. Hallo Schatzer. Neue Kommentare auf das Thema? Ihr habt es geschafft. Relemonde hängen über uns. Ja, man nennt es auch die Sonne. Und mir tut die weh. Was nun? Ishan ist losgegangen, um das zweite Portal in der Nähe der Gildenhalle der Magier zu untersuchen. Vielleicht hat er bei seinesgleichen in der Gilde um Rat gefragt. Sie sind drüben im Händlerviertel, meine Freundin. Da bin ich mal gespannt, ob ihr ihn finden könnt. Du begleitest mich nicht? Ich muss das dem Talmorat melden. Die Königin und Sprecher Gareshri werden wissen wollen, dass wir hier unten Erfolg hatten. Diese vertraut darauf, dass ihr den Auftrag erledigt. Ja, dann viel Glück beim Erklären. Helemonde, meine Freundin, seid vorsichtig. Diese Invasion, sie schmeckte nach Verzweiflung. Bis jetzt gab sich Tarn damit zufrieden, aus den Schatten heraus die Fäden zu ziehen.
ein Symbol des Dominions wie Düne ganz offen anzugreifen. Er muss einen Plan haben. Ja, ja, ich werde die Gildenhalle suchen, das Portal schließen. Bestimmt. Aber alles in der nächsten Folge, wenn es wieder das Eskus. Und dann bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.